Ja. Und der wird noch härter. Wo ist Son Gohan? Ach, da steht ja auch Son Gohan rum. Das finde ich so lustig. Huch, da steht ja zufällig Son Gohan rum. Und guckt sich die Fische an, oder was? So, Super Kamehameha Nackbild. Das hat sich jetzt komisch angehört. Ich wollte sagen, oh ja, da haben wir's. Oh, das wäre ja schwach. Mit Hendrik sah es immer geil aus. Aber war ungefähr gleich schnell. Manchmal war er schneller, manchmal war ich schneller. Schokoladenfall! Naja, gut. Ich wollte die Luftschokolade karamellisieren. Karamellschokolade. Ah, Nachbeschlag. Hä, ich habe zufällig Nachbeschlag eingesetzt. Obwohl ich es gar nicht einsetzen wollte. Alter, die Aura sieht ja auch geil aus. Boah, die sieht cool aus. Richtig dunkel. Na, ich hab doch zuerst geschlagen. So. Das, wenn die Ki zum Beispiel auf 0 ist, dann sieht man keine Aura. Aber wenn die wirklich aufgeladen ist, dann umströmt einen die Dunkelheit mit Bu. Das finde ich cool. Ja, sehr cool. Andere Mission. So. Jetzt, ja, das interessiert uns nicht. Mal sehen, wenn wir jetzt nämlich, denk mal, Kid Buu. Bonus erhält ein Super Buu Pumper und 3 Punkte und das Bildchen. Hä, ich habe doch jetzt 7 Dragon Balls. Wo muss ich denn hingehen? Das gucke ich mal kurz. Ich gehe mal kurz aus dem Story-Modus raus. Wahrscheinlich im Hauptmenü. Denn ich habe hier alle 7 Dragon Balls. Und somit mache ich jetzt ein Minus, weil ich keine einsammle. Super! Super Janemba! Geil. So, Laxis-Modus? Ne, muss hier sein. 2, 4, 6, 7. Aber wie geht denn das jetzt? Muss ich vielleicht in einen Charakter rein, den ich... Ich gehe mal kurz in Son Goku rein, den ich schon beendet habe. Hä? Wie ging denn das? Verdammt, ich weiß es nicht mehr. Muss doch irgendwo hier sein. Mal gucken. Ach da, Shenlong, hier steht's. Shenlong! Erscheine und erfülle meine Wünsche! Auf diesen Zauberspruch hört er immer. Du, der 7 Dragonbots erlangt hat, äußere jetzt deinen Wunsch. Oh, das ist geil. Ah, Karte. Das ist auch richtig cool. Das ist aber richtig geil. Das ist nämlich die Ulti von Vegeta Scouter. Nee, Sound wollen wir nicht. Kannst du ja ein Bild von Shenlong verdienen? Nein. Nein. Was? Nein. Dann nehmen wir schmutziges Feuerwerk doch. Gerne. Bonus erhalten, Vegeta Scouter. Und nun lebe wohl. Vegeta Scouter, schmutziges Feuerwerk. Dachte, die hätte er von Anfang an. Naja. So. Spieldaten werden gesichert. Bitte das PS3-System nicht ausschalten. Ich schalte es mal aus. Diese Sprüche immer. So, Kid Buu. Broly werde ich auch spielen noch. Also, viele Charakter werde ich jetzt noch spielen und dann werde ich noch ein paar ausrüsten wahrscheinlich. Jetzt aber erstmal Kid Buu, Paikohan, Krillin und Yan Shu. Wobei ich denke, Paikohan hatte mit Kid Buu eigentlich gar nichts zu tun, oder? Der kam doch dann erst noch später dran mit Janemba. Oder nee, das war direkt nach Cell. Weiß ich jetzt nicht, kann ich jetzt momentan nicht zuordnen. Aber Kid Buu finde ich richtig cool eigentlich. Das war nochmal sein Haupt. War es auch dieser Schrei? Ach, das ist ja cool. Das heißt, ich mache jetzt folgendes. Warte. So. Dann mache ich so. Und dann so. Und dann so. Ah, jetzt hat er es nicht gemacht. Mitty! Warte, komm. Los, mach doch. Mystische Power Attack! Auf jeden Fall gibt es einen richtigen schwierigen Charakter, mit dem man spielen muss und dann gegen Kid Buu antreten muss. Und der ist ziemlich verstärkt und er macht die ganze Zeit mystische Ballattacke. Also hat man echt kaum Schnitte.
Sag mir das doch! Okay, was hat er noch? Super Kamehameha. Also gleich die besten Attacken vom Besten. Hier wahrscheinlich Nachbildschlag oder so. Ach, schlafen, das ist so richtig mies. Ach, so geil. Damit war ich immer awesome. Damit habe ich immer gegen Henry gespielt. Ach, guck mal, wie schnell ich bin, Alter. Da füllt sich nämlich in der Zeit, wo man schläft, die Energie auf. Komm, ich lass mich mal treffen. Hier, hau mich mal kurz K.O. Mach mal. Krillin, hallo. Sag mal, der ist echt schlecht. Zeige ich euch auf jeden Fall beim nächsten Kampf. So geil. Dann hatte ich irgendwie so eine Attacke, wo ich den Gegner ein paar Sekunden paralysieren konnte. Und dann habe ich in der Zeit alle Gesundheit wieder aufgetankt durch Schlafen. Das ist so geil. Jetzt komme ich. Ein neuer Gegner? Mal sehen, ob er mir ebenwürdig ist. Ansonsten wird er einfach... Oh, ein Alien. Ein Alien! Und zum Schluss noch ein Super Kamehameha! Boah, das war ein geiler Abschluss, oder? Da muss ich jetzt mal wirklich sagen, das war gut. Kleiner King Kong. Auf jeden Fall, der ist viel stärker, weil... Keine Ahnung, ich habe so das Gefühl, die erste Form konnte sich überhaupt nicht konzentrieren auf den Kampf. Die zweite Form so teilweise und die dritte komplett. Die konzentriert sich nur noch auf den Kampf. Ihr könnt auch in die Kommentare schreiben, welches Duell ich dann zum Beispiel am Ende machen soll. Mit wem, wenn ich aufrüsten soll, das mache ich dann mal. Gegen Bojack, was sind das denn für Gegner? Ist ja ganz komisch. Bojack und Zhang-Ya oder wie die hieß, ich weiß es nicht genau. Solche Noob-Nebenrollen merke ich mir nicht. Eiskalt, die merke ich mir einfach nicht. Interessiere mich nicht. So. Und fall jetzt gegen sie. Bam, 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 bam. Der schlägt auch voll schnell. Viel schneller als dieser blöde Gotenks. Das hat jetzt schon über zwei Leisten gleich abgezogen. Ja, zwei Leisten. Und am Schluss zieht es sogar noch fast die dritte Leiste ab. Ja, das ist so einfach. It's easy to easy. Ich schlag jetzt einfach nur. Siehst du? Das ist unglaublich. Jetzt kommt Bojack. Mal sehen, ob er in der ersten Form ist. Ja. Da-da-da-da-da-da-da! Und nochmal das hinterher. Bam! Getroffen und er ist so gut wie K.O. Siehst du, es ist so unglaublich. Ich glaube, jetzt wird er sich entwickeln, verwandeln. Es wertet zwar ab, aber trotzdem ist so schwach. Ich brauche gute Gegner. Perfekt. Das ist echt ein cooler Charakter, Bu. Richtig geil. Jetzt muss man nur seine Aura verändern. Die sieht ein bisschen scheiße aus, dieses Pink. Sieht ein bisschen aus wie ein Scheißhaufen. So, jetzt kommt schon der Bosskampf. Da bin ich mal gespannt, gegen wen das ist. Gegen Son Goku müsste das eigentlich sein. Chronologisch gesehen müsste das auf jeden Fall jetzt Son Goku sein. Vorher nicht mit Super Buu, aber jetzt. Hundertprozentig gegen Son Goku. Hä? Wo ist denn... Oh, ich bin in die falsche Richtung gegangen? Nee, hier. Ach, von hier bin ich... Scheiße, ich hätte das machen müssen. Ach, egal. Mache ich das jetzt. Oh, schwer. Voll viele Gegner, voll viele Z-Kämpfer. Ich habe mir die Mission noch wieder nicht durchgelesen. Trunks, Son Goku. Das Gute ist, man kann ja am Anfang beispielsweise Trunks und Son Goku auswählen und sie dann im Kampf einfach fusionieren lassen. Das heißt, man braucht sie nicht von Anfang an auswählen. Kampfzeit, achso, einfach nur gewinnen. Oder unter einer Minute oder wird war das? So, ich finde meine Kampftechnik ganz gut. Huch, jetzt bleibe ich hier wieder kleben. Weg! Wer will als Nächster sterben? Ach, sein Freund? Wie rührend. Scheiße, jetzt hänge ich hier fest. Ach, Name, das ist ein schöner Planet. Ein schöner Planet, um dich umzubringen, mein Freund. Und stirb, und stirb, und stirb, und... Stirb und stirb! Okay, er ist tot. Ganz schnell aufladen. Der müsste eigentlich Hochspannung können.
Kann er auch sogar. Siehst du? Ach. Der hat irgendwie so einen riesen Todesball. Ich weiß gar nicht, wie das hieß nochmal bei Wu. Der erinnert mich von Metal Greymon. Metal War Greymon. Von Digimon. An den Planetenkracher. Vielleicht heißt er auch so. Ich weiß es nicht genau. Ja! Zack und Feuer! Schon K.O. Alter, ist das einfach. This is so easy, oh my god. Was für ein Abschaum. Und jetzt pass auf. Hochspannung. Warte. Hochspannung. Planetenknall. Damage. Hochspannung. Planeten! Oh, Mist, der erwischt mich vorher noch. Nee, sauber. Damit ist er tot. Das ist auf jeden Fall nicht mal 18 Minuten. 1800 waren das nicht. Das waren 1600 höchstens, was er noch am Ende übrig hatte. Und das ist wieder ein S-Plus-Plus-Rang. Und da tanzen wir erstmal. Yeah, wir haben es geschafft. Oh. Wir haben es geschafft. Ole. Super Zeit außerdem. Super Zeit wurde uns angezeigt. So, jetzt der letzte Kampf mit Kid Buu. Und ich würde mal kurz sagen. Ich guck mal ganz kurz. Ja, ich würde mal sagen, es wird unser letzter Kampf für diesen Part sein. Ja, ist okay. Oder wir machen ihn doch ein bisschen länger. Teleportation ist gut. Sehr schön, Teleportation ist richtig nice. Und hier sehen wir die Planetenkraft. Erdenschluckendes Licht. War das da. Dann hat er aber mit seinem... War es Genki Dama? Ich weiß es nicht mehr genau. Um ehrlich zu sein, ich habe jeder eins... Ich habe fast Dragon Ball 3, 4 Mal durchgesehen. Aber irgendwie hat es dann immer aufgehört bei Buu. Da habe ich immer aufgehört zu gucken. Dann hatte ich auf einmal keine Zeit mehr. Dann hat es wieder von vorne angefangen auf Namek. Dann habe ich die Cyborgs gesehen. Dann habe ich Cell gesehen. Und dann hat es wieder aufgehört bei Buu. Also ganz komisch eigentlich. Okay, Mega Goku. Kein Problem. Alter, Hochspannung. Nice. Ja! Alter, damit habe ich nicht gerechnet jetzt. Na gut, dann meine mystische Ballattacke. Was, du wärst sie ab? Zieht ihm ein bisschen Ki ab auf jeden Fall. Alter, das in der dunklen Aura. Alter, das wäre so geil. Alter. Das ist boah, geil. Ich kann dazu sagen, das ist einfach nur geil. Ist schon tot. Was ein Waschlappen, ey. So. Wir sind auch noch volle Kraft. Jetzt kommt wahrscheinlich Mega Vegeta. Natürlich nicht, da war ja nur noch kein Mega Vegeta. Hätte ja sein können. Planetenknall! Fuah! Volltreffer. Alter! Alter! Zieht einfach mal 33.000 ab und mit Superkamehameha. Ach, er will da Sinn. Gemacht. Mystische Ballattacke! Ja, und damit haben wir gewonnen. Das ist ja super geil. Ach, das macht Spaß. Es ist so herrlich. Das macht so Spaß. K.O. So, wir haben gewonnen und ich würde sagen, wir machen jetzt noch einen Charakter für diese Aufnahmesession. So dass ich dann drei Parts draus mache. So. Okay, Bonus erhalten. Obwohl, nee, ich würde sagen. Ach, jetzt bekommen wir ja wieder Dragon Balls. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt nochmal an. Endtaktik. Charakterhelden Tarble. Achso, den kenne ich. Ich kenne natürlich jeden hier, ist ja klar, ich bin ein Dragon Ball Fanboy. So, Tarble ist einmal der hier, das ist Vegetas Bruder, müsste er sein. Ja genau, der ist cool, den werden wir auch spielen. So, und ich würde sagen, in der nächsten Aufnahmesession spielen wir nochmal Broly. Die spielen wir nicht, Bojack, weiß nicht, Super, oh, Super Janemba auf jeden Fall. Tarble, den Bruder von Vegeta, und dann würde ich sogar sagen, sind wir so gut wie durch. Trunks mit Schwert wahrscheinlich nochmal. Dann Vegeta Scouter, wenn wir den noch nicht haben. Ja, den haben wir noch nicht. Freezer. Vielleicht auch nochmal. Also, wir sehen uns im nächsten Part. Ich bin offen für alles und das hat sich jetzt ein bisschen 85 deutlich angehört. Aber naja, bis dann. Ciao. Und Ende.